Hallo und willkommen zu einem neuen Let's Play von The Vampire 100. Das letzte Let's Play ist schon recht lange her. Es lag daran, dass ich umgezogen bin vor einiger Zeit und ich hatte ziemlich viel zu tun mit dem Umzug, mit dem Einräumen, mit dem Umzug selbst halt, dann wieder mit dem Ausräumen und alles. Und danach hatte ich halt, beziehungsweise auch dazwischen hatte ich nicht viel Lust, irgendwelche Let's Plays zu machen. Und hab dann jetzt erst die Zeit gefunden, wieder welche zu machen. Und ich hoffe, dass ich dann in Zukunft auch wieder regelmäßiger Let's Plays machen werde. Allerdings kann ich wie immer nichts versprechen. So, das Spiel, das ich heute vorstellen möchte, ist Ghost Control Inc. Und wie es sich unschwer erkennen lässt, ist es ein Spiel, das halt an Ghostbusters angelehnt ist. Man spielt halt ein Team von Geisterjägern, die halt versuchen, den Geisterausbruch, sag ich mal, in der Stadt in den Griff zu kriegen. Das Spiel ist vom Konzept her wie XCOM gemacht. Das heißt, es ist ein rundenbasiertes Strategiespiel, wo halt statt Aliens hat man halt Geister und statt Soldaten hat man halt Geisterjäger. So, jetzt bin ich mal gespannt, weil ich habe das Spiel noch nicht gespielt, wie genau sich das spielt. Stadtauswahl, London. Kann nur London auswählen. Schwierigkeitsgrad, normal, schwer, gibt es keine genauere Beschreibung dazu. Okay. Wähle deinen ersten Mitarbeiter aus und gib ihm einen Namen. Schattenherzen. Dias, Geraldo, Christina Rede, Weapon, Silly Defense, Joe Usum, Victor Vulcan, Thor Wendel. Wir nehmen mal den normalen Iron Man Modus, ist dann halt wieder, ohne dass ich halt speichern kann. Ein Klick auf das Auto erlaubt es dir, Ausrüstung Geisterfänger dorthin hinein und hinaus zu bewegen und deine Mitarbeiter auszurüsten. Okay. Weiter. Dein Schreibtisch gibt dir den Einblick in dein Team und deinen Geisterfänger und den Geisterfängermarkt. Hier kannst du Teammitglieder einstellen und feuern. Okay. Dieser Raum wartet nur darauf, seine Bestimmung zu finden. Bestücke ihn mit einem Labor oder einem Trainingsraum, indem du auf die Kisten voll Krempel klickst. Okay. Klick auf das Garagentor, um das Hauptquartier zu verlassen. Dann laufen Sie das Spiel, kannst du durch einen Klick auf den Save speichern. Viel Spaß. Ghost Hunting News. Die Themse leuchtet nachts. Ein anonymes Schreiben, das unserer Zeitung vorliegt, enthüllt Ungeheuerliches. Angeblich wurde die Technik zur Kühlung von Kühlschränken mittels Fluorchlor, Kohlenwasserstoffen, FCKW, absichtlich mit dem Ziel entwickelt, die Ozonschicht zu schädigen. Weiterhin wird behauptet, dass das Ozonloch nun groß genug sei, um ektoplasmische Wellen aus dem Äther auf die Erde zu senden und dort gezielt paranormale Phänomene auszulösen. London sei das erste Ziel dieser Angriffe. Möglicherweise erklärt dies auch, warum die Themse kürzlich begann, nachts zu leuchten. Von wem diese Bedrohung ausgeht, lässt das Schreiben offen. Die Firma Ghost Control Inc. kündigte an, sofort zu handeln und sich mit selbstgebastelten Gerätschaften entgegenzuwerfen. Ihre hellenhafte Anmutung auch durch das aus Wasserstoff selbst genähte Overalls in altmodischen Farben zu unterstreichen. Okay. Okay. Alles klar. Hier kann ich also was reinhalten. Packen wir mal eine Forschung rein. Ne? Kann ich? Achso, ich habe nicht genügend Geld. Okay, aber wie viel Geld habe ich denn? Ah, hier oben. 500 Pfund. Aktuell 750 Pfund. In 7 Tagen kriege ich dann nochmal 500 Pfund dazu. Okay. So, jetzt muss ich mal gucken. Schattenarzt, Stufe 1, Anführer. Bezahlung 90 Pfund. Geisteszustand 29 von 29. Stärke 44 von 44. Tragekapazität, Konstitution, Bewegung, Intelligenz, die Genauigkeit, Moral. Okay. Was ist das?
Der Geistertank erlaubt es dir, aus gefangenen Geistern gewonnenes Ektoplasma zu verkaufen. Deine Fallen werden im Hauptquartier automatisch in den Geistertank geladen. Okay. Interessant. In diesem Fenster kannst du Fänger anheuern und entlassen. Beim Einstellen eines Fängers wird ein einmaliger Betrag fällig. Alle Jäger in deinem Team bekommen ein monatliches Gehalt. Halt die Maus über ein Porträt und bla. Alle 24 Stunden. Okay. Schütze, Wissenschaftler, Schläger. Ignaz Müsli. Den nehmen wir doch mal. Sicher? Ja. So. Wir nehmen von jedem mal ein. Ja, okay. Vergiss nicht deine geistige Ausrüstung. Klicke auf einen Geisterfänger, um sein Inventar zu öffnen. Anschließend kannst du seine Ausrüstung verändern. Tipp: Frisch angeheuerte Geisterfänger tragen keine Ausrüstung und sollten unbedingt ausgestattet werden. Was hat er denn? Jumpsuit Deluxe Anzug. Hersteller Suits Unlimited. Moral plus 2, okay. Ich weiß noch gar nicht, was die Stats machen, ehrlich gesagt. Modified Vacuum Cleaner. Hersteller Safmet. Typ Schlürfer. Reichweite 4, also das ist wahrscheinlich meine Waffe. Schaden 1, Genauigkeit 50%, das hört sich schon mal nicht gut an. Ziehen 1. Der Start einer vielversprechenden Karriere, okay. Wie kann ich ihn. Achso, Moment. Okay. Ah, okay, so. Er kriegt jetzt erstmal das. Und er kriegt die Fallen. Ghosterfalle. Hersteller Selfmade. Typ kleiner Wirkungsbereich. Verbleibende Kapazität 2 von 2. Maximale Geisterenergie 1. Fangchance 60%. Dies ist kein umgebauter Radiotoaster. Sieht auch kein Stück so aus. In unserer Reihe zu Herstellern von modernen Ausrüstungsgegenständen möchten wir heute Ghostback vorstellen. Alles läuft dort getreu dem Motto: Hast du keinen, fang dir einen. Das bekannteste Produkt der Firma ist der Catchobot. Spezialgebiet baut autarke Fangroboter. Okay. So, dann würde ich mal sagen, ziehen wir los. Eingehender Anruf annehmen. Danke, dass du dich entschieden hast, eine Filiale der Ghost Control Inc. zu übernehmen. Zu Beginn wollen wir dir eine kurze Einführung in deine Tätigkeit als Geisterfanger geben. Was muss ich tun? Klicke bitte auf der Karte auf den Einsatzmarker in Form eines Geistes, um die Übungsmission zu starten. Viel Erfolg. Also auf geht's. Was, du hast keine Waffe dabei? Hä? Ach, natürlich. Hä? Ah, okay. Müssen die wohl so tragen, alles klar. Das macht Sinn. Okay, jetzt. Das ist sehr verwirrend, das Spiel. Das ist, ich meine, ich sehe schon jetzt die Parallelen zu XCOM. Wie beispielsweise halt das Ausrüstungsmenü. Aber es ist trotzdem sehr verwirrend, weil es halt doch ein anderes Spiel ist. Rüstet dein Team aus und los geht's. Das haben wir doch schon. Macht, wieso zwingt er mich vorher auszurüsten, wenn er mich hinterher trotzdem noch fragt, dass ich mein Team ausrüsten muss? Mithilfe der Aktionsleiste am oberen Bildschirmrand kannst du deine Aktion wählen. Bitte wählen, bewegen, schießen aus. Okay. Der leuchtende Bodenfelder zeigt dir den Aktionsraum für die aktuelle Aktion an. Klicke auf den. Okay. Ein Geisterfinger hat zwei Aktionspunkte pro Runde. Einige Aktionen wie Bewegen verbrauchen AP. Der blinkende roten Symbol über dem PT zeigen die verbleibenden AP an. Ja, das macht Sinn. Bewege dich zum markierten Feld. Wähle das Türsymbol in der Aktionsleiste aus, um die Tür zu öffnen. Du hast noch Bewegungspunkte von der letzten Bewegung übrig. Daher werden dir keine weiteren AP benötigt, um dich zu bewegen. Bewege dich auf das markierte Feld. Woher weiß ich, wie hoch meine Bewegung? Ah, hier, 4. Ich sehe nur ihn bei. Komischerweise.
Wenn der Geisterfänger auf einem Türfeld steht, kann er das Licht im Raum mit Hilfe der Lichtaktion an- und ausschalten. Wenn jetzt über eine Aktion ist. Gut, das ist der Geist. Du hast keine Aktionspunkte mehr zur Verfügung. Beende deine Runde, indem du Runde beenden in der Aktionsleiste oder Enter drückst. Der Poltergeist hat eine Kiste zerstört und damit die Schadensanzeige im rechten Bildschirm etwas aufgefüllt. Wenn dies komplett gefüllt ist, scheitert deine aktuelle Messung. Macht Sinn. Es sind halt Geister, die halt Unordnung machen und nicht darauf abgezielt sind, unbedingt Leute zu killen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch Geister gibt, die versuchen, dich zu killen oder so. Also es ist jetzt noch gerade harmlos und knuffig, aber das wird später sicherlich richtig gefährlich. Aber das hier, das macht halt mehr Sinn als das, also bei einem, sag ich mal, Ghostbuster-Spiel, anstatt dass sie versuchen, die halt die ganze Zeit deine Geisterfänger zu killen. Halte die Maus über den Geist und schieße, um ihn zu schwächen. Tipp: Geister müssen mit Schüssen geschwächt und anschließend mit einer Falle eingefangen werden. Ihr Tooltip zeigt die Power in deiner Gehirn. Okay. Poltergeist. Energie 2. Trefferchance wahrscheinlich. Sind aber nötig für weitere Teile. Stelle immer sicher, dass deine Geisterfänger Fallen bei sich tragen, bevor du auf eine Mission gehst. Bitte wähle jetzt das Fallensymbol und lege anschließend eine Falle unter den Geist, um ihn zu fangen. Ja, mit dem habe ich aber keinen. Das ist sehr seltsam. Mit einer Falle kannst du nur eine gewisse Anzahl Geister gefangen werden. Fallen werden automatisch bei der Rückkehr in der Zentrale in den Geistertank entlernt. Die Einführung endet hier. Viel Spaß. Okay. Trotzdem für das Tutorial eine Bezahlung. Gut gemacht, du hast das Folgendes geschafft. Missionsziel geschafft, Tutorial. Jetzt geht es weiter mit Miete einer größere Zentrale. Okay. Neue Zentrale, Headquarter 2. Das wird ein bisschen lange dauern. Da oben habe ich wohl Sprit, wie weit ich gehen kann. Also das ist mein Hauptquartier im Moment. Hier kann ich nochmal. Ah, hier kann ich stehen bleiben. Da gibt es wohl noch andere Geisterjäger. Ob ich wohl gegen die kämpfen kann, Schrägstrich muss, wenn ich auf die fahre. Was ist das hier? Da kann ich wohl. Ah, hier kann ich tanken. Eingehender Anruf. Ist jetzt nicht überraschend. Sie sprechen mit Ghost Control. Brauchen Sie Hilfe? Ich bin hier auf dem städtischen Friedhof. Ich glaube, hier huschen Skelette umher. Ein Fall für uns. Okay, wir haben einen Auftrag. Also hier kann ich wohl, ich glaube, das sind Fallen, die ich kaufen kann. Hier kann ich Waffen kaufen. Hier kann ich das Hauptquartier kaufen. Da kann ich wohl Sprit kaufen. Und da unten kann ich wahrscheinlich meine Teammitglieder heilen. So wie es aussieht. Das ist ein Krankenhaus halt. Da ist noch was, wo ich Sprit auftanken kann. Okay. Nicht vergessen, Geisterfänger heilen. Und was war das? Und Fallen leeren. Achso, ich sollte erst ins Hauptquartier gehen und die Fallen leeren. Macht Sinn. Angehender Anruf. Ich brauche dringend Hilfe. Ich hoffe, Sie können mir helfen. Ich stehe zwischen den Gräbern. Ich höre zwischen den Gräbern Füße trappeln, aber ich kann niemand sehen. Gibt es weitere Informationen zu diesen Vorfällen? Ach was, wir kommen einfach vorbei. Ach ja. Bin juckt schon. Wir gehen einfach hin. Was ist das hier? Spookypedia. Poltergeist, noch nicht abgescannt. Halloween-Spuk. Klappermann. Voodoo-Geist. Dich. So, Moment, jetzt will ich erstmal gerade gucken. Der braucht ja nicht unbedingt zwei Fallen. Eine Falle gebe ich dem anderen Typi. Moment. So. Was? Netter Bug, ich habe aus Versehen mein Vakuumklima gerade kopiert. Nee, das war nur ein optischer Bug anscheinend. Okay, dann geht es nicht so, dass ich das direkt rüberziehen kann. Aber es sah gerade so aus, als hätte ich statt die Falle dem zu geben, einfach die Distei. Upsi. Ich brauche dringend Hilfe, sprechen nicht mit Gruppen. Okay, ich krieg ganz schön viele Aufträge. Moment, ich speichere mal ab. Aha. Speichert er auch? Ah, okay.
Kann ich irgendwo mal pausieren? Ah, hier, Team, dass ich erstmal alles planen kann und gucken kann. Okay. Ah, das ist da. Kann ich mir angucken, was es wohl für Dings gibt? Grave Digger. Hausordnung. The Beam. Sucker Punch. Ghost Begun. Trap. Ghost. EMF Dictator Crackle Check. Okay. Zeitung kurz vorgestellt, Ghost Dragon. Das habe ich schon gesehen. Nee. Ziele. Wieder eine größere Zentrale, ja, das habe ich schon gesehen. Okay. So. Wie viel Ektoplasma habe ich? Hier steht eigentlich 0, aber ich hatte eigentlich was in der Falle. Vielleicht hat das nicht gezählt, weil ich ja logischerweise keine Falle hatte. Und hat das dann halt einfach so vaporisiert. Keine Ahnung, dann war das mein Fehler. Oder vielleicht zählt es auch nicht, weil es ein Tutorial war. Nitro Master. Ich fange mal an, dass ich mir später bessere Autos holen kann. Die sich halt bei XCOM halt auch bessere Transporter später holen kann. Wieso bin ich jetzt da eigentlich hin? Ach, egal. So, wir machen jetzt erstmal diesen Auftrag. Ja, die Map ist auch irgendwie komisch. Tipp, du kannst dieses Fenster auch während eines Kampfes verwenden, um das Auto-Inventar, um auf das Auto-Inventar zuzugreifen. Dein Geisterhänger muss dazu auf dem Feld mit dem Fluchtsymbol stehen. Okay. Ich würde mal sagen, dann geht's los. Erstmal Geister suchen. Okay, also es hat anscheinend kein, sag ich mal, Nebel des Krieges wie bei XCOM, sondern das ist ein Felder unterteilt. Also ist alles nicht sehr dynamisch. Das heißt, ich kann jetzt halt auch nicht sehen, was da ist. So, mal den anderen. Den darüber. Das ist kein Geist. Da ist ein Geist. Das ist ein Poltergeist, okay. Ich kann logischerweise mit dem halt nichts fangen. Trefferchance wahrscheinlich unwahrscheinlich. Mehr gibt's nicht, keine Prozentchance. Okay. Okay. So, jetzt benutze ich den anderen, um die Falle da hin zu werfen. Dann komme ich nicht dran. Bewege ich ihn erstmal näher dran. Okay. Jetzt die Fische ist zu weit entfernt. Vielleicht kann ich ihn. Was? Weg ist blockiert. Was ist das? Dieser Fall kriegen wir sie. Okay. Ein Geschlechtergeist muss auf einer Falle stehen, damit er gefangen werden kann, da die Reichweite der Fallen zu Beginn des Spiels sehr begrenzt ist. Du kannst weitere Fallen über einen Klick gewinnen. Okay. Ist er wieder dran? Verfehlt. Okay. Ein Moment, vielleicht. Ist weniger Aktions. Warte mal. Brauche ich etwa zwei Aktionspunkte dafür? Oder was? Fehlgeschlagen. Okay, ich habe ihn irgendwie nicht eingefangen. Das ist sehr komisch. Ah, jetzt habe ich ihn eingefangen, dann ist klar. Verfehlt.
Die Sprachausgabe ist auch auf Deutsch, okay. Ich dachte einfach nur, dass die der Text auf Deutsch ist. Ist hier ein Ding. So, die Falle mal aufheben. Und dann hier hinlegen. Jetzt bewegt er sich weg. Ah, Mann. Okay, nimm die Falle auf. Du sollst die Falle aufheben. Okay. Und du gehst jetzt hier hin. Und jetzt hier rüber. Bisher haben sie noch gar keinen Schaden. Oh, wo ist er hin? Moment, kann ich irgendwie. Was ist das hier eigentlich? Also kann ich. Ah, okay. Das ist gut. Dann hier sehe ich nämlich auch was. Aha, da ist er. So, Falle. Okay. Ach, geht doch nicht wieder weg, Mann. Wenn ich ihn vielleicht einkreise. Jetzt ist er hier hinten, alles klar. Der grüne Balken über deinem aktuell ausgewählten Geisterfänger zeigt seinen Geisteszustand. Wenn dieser bei 0 angelegt ist, wird der Geisterfänger verrückt und verlässt dein Team. Also gut, sie haben keinen HP im direkten Sinne, sondern Geisterzustand. Das macht so ein Scheiße, dass sie halt nicht gekillt werden, sondern dass sie einfach nur verrückt werden. Erinnert mich irgendwie an so ein umgedrehtes Ghost Master, wo man halt versuchen musste, Leute mit seinen Geistern in den Wahnsinn zu treiben. Oder halt zumindest so zu erschrecken, dass sie halt flüchten. Und da gab es halt auch Geisterfänger, die man halt ebenfalls in den Wahnsinn treiben musste. Kann ich so direkt auf ihn? Ja. Okay. Und du nimmst mal die Falle auf, die du abgelegt hast. Okay, beenden. Ne, fick. Ich glaube, ich krieg Block. Das ist doch nervig mit den Geistern. Die Falle muss halt genau unter denen sein. Moment. So. Der ist gar nicht dran. Mal gucken, ob ich es irgendwie. Achso, ich muss direkt davor stehen. Egal. Falle aufheben. Falle ablegen. Okay, erstmal. Oh, 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 oh. Ach nein. Ja, versucht jetzt so irgendwas. Vielleicht kann ich seine Energie noch reduzieren. Aha. Geht doch. Okay. Dann zurück ins Hauptquartier. Erstmal die Geister. Los, ein Dancer in the Dark. Auszeichnung gekriegt. Was kostet nochmal das nächsthöhere Hauptquartier im Moment? 2400, das hätte ich jetzt, aber es kostet halt auch 1200 Miete. Da muss ich erstmal warten, bis ich so 3000 bis 4000 habe, dass ich mir dann hinterher auch noch die Miete leisten kann. So, jetzt müssten die eigentlich, ja, leer sein. Und im Tank müsste ich jetzt auch ein bisschen was haben. Ja, sehr schön. Ich habe ja hier eigentlich noch einiges. Neue Nachrichten. Ich sollte vielleicht mal pausieren. Durchbruch beim Speichern von elektrischer Energie. Am Forschungsinstitut für moderne Forschung hat Professor Matthäus nun eine bahnbrechende Erfindung patentieren lassen. Der Dekan der Universität beschreibt Professor Matthäus als einen sehr passionierten Mitarbeiter. Professor Matthäus wurde vor allem durch seine Forschung im Bereich der Ökologie bekannt. Seit langem suchte er schon nach einer Lösung für eines der größten Probleme der grünen Technologie. Ach, ich vergesse immer, dass ich das so machen muss.
nicht mit dem Mausrad. Er ist allgemein bekannt, dass Solarstrom für den späteren Gebrauch gespeichert werden muss und die flächendeckende Versorgung mit alternativen Energien nur dann gelingen kann, wenn sich der gewonnene Strom vernünftig speichern lässt. Nur dann ist Solarstrom auch eine sinnvolle Alternative zur Kernenergie. In seinem Labor ist es nun erstmals gelungen, Strom in CO2-freien 137 Cäsium-Batterien zu speichern. Okay. Okay. Ja. Weiß ich nichts eigentlich, was relevant ist fürs Spiel, was er mir gerade gesagt hat, aber vielleicht wird es ja noch relevant. So. Okay, hier kann ich jetzt ein Labor haben. Und da kann ich jetzt hoffentlich einen Wissenschaftler einsetzen. Warte mal, ist das der. Ah, ne, das ist der Mysterium-Typ. So. So, wie lange. Mensch. Bitte erst vorrangiges Fenster schließen. Was? Welches vorrangige Fenster? Was zum Geier meint der? Aber vielleicht meint er, weil ich kein Dings hab. Vielleicht kann er es deswegen. Aber. Oberes Lager. Hier. Wir packen das mal ins Lager. Ich will nur mal testen, ob es echt daran liegt. Nee. Oder vielleicht so. Also dieser Gegenstand kann nicht verbessert werden. Das ist ja Kacke. Okay. Ah, das ist ja suspekt. Okay. Wenn man. Eingehender Anruf. Hallo Gößling, ich glaube, dass du mein Esszimmer ein Geist ist. Tja, schlecht für sie. Ein Fall für uns. Also ich kann mit dem eigentlich gar nichts anfangen, gerade im Wissenschaftler. Das ist alles sehr schräg, wie Forschungen hier funktionieren. Na gut, dann machen wir folgendes. Wir gehen erstmal tanken. Denn das wäre schon wieder fertig. Auffüllen. Und wir kaufen uns noch eine Waffe für den anderen VC, dass er nicht ganz so wehrlos ist und nicht die ganze Zeit davon abhängig ist, dass er die Falle halt platzieren muss. Hier kannst du Waffen und Fallen kaufen und. Okay, das macht alles Sinn. Also die Standardwaffe. Das ist das hier. Ist natürlich verwirrend, weil ich nicht weiß, was halt jede Waffe kann. Was zum Beispiel bedeutet ziehen, dass ich den Geist zu mir ziehen kann. Wir nehmen einfach den. Und weil es günstig ist und weil ich schon weiß, was es wird, so eine bessere Falle vielleicht. Warte mal, was? Kleiner Wirkungsbereich, breiter Wirkungsbereich, kleiner Wirkungsbereich. Das hat eine 60% Fangchance. Bisher hat er mehr als 60% nicht funktioniert. Es hat einen größeren Bereich, aber eine kleinere Chance. Man kann halt auch mehr Geister fangen. Und das ist halt die beste Fangchance, aber halt auch im kleinen Bereich. Die kaufen uns mal so ein. Rüsten den aus. Und dann gehen wir mal zu unserem Job. Und gucken, was wir machen müssen.
folgen die mir etwa? Sieht so aus. Ich bin vorhin an denen vorbeigefahren, aber es ist halt nichts passiert. Ich dachte vielleicht, dass da was passiert. Rüstet dein Team aus und los geht's. Ja, los geht's. Platz da, ihr seid's Knaben. Oh Mann. Ah, da ist ein Geist. Okay. Na? Okay. Eintreffen. Ja, der zieht die dann tatsächlich zu sich um ein Feld. Komme ich so dran? Ja, eigentlich ist es nur ein Geist. Okay. Geist verzieht sich erstmal. Das heißt, wir gehen hier jetzt mal rein. Da ist er. Wir werfen mal die Falle. Und dann platziere ich den hier. Und ziehe ihn mal hier rein. Jetzt raff ich das. Ah. Muss man auch erstmal verstehen, wie das funktioniert, weil es wird unzureichend erklärt. Das Tutorial ist nicht gerade hilfreich. Ich meine, sie erklären halt, ja, okay, du musst das drücken, um das zu machen, aber sie erklären halt nicht, wie halt die verschiedenen Mechaniken funktionieren. Beispielsweise benutzt halt eine Waffe, dass du Geister so ziehen kannst, dass sie auf einer Falle landen. Und weil der hat zum Beispiel gesagt, platziert die Falle genau unter dem Geist. Und das kostet halt 2 Aktionspunkte und der Geist rennt halt die meiste Zeit weg, so dass ich ihn halt nicht einholen kann. Weil es ist halt Schwachsinn. Okay. Oh, hat gefangen. Okay. Heb mal schön die Falle auf. Aufheben. Zack. Kann sich jetzt nicht mehr bewegen. Mal hier reingucken. Okay, hier ist nix. Was ist jetzt los? Wieso kann er... Also, okay. Hier ist auch nichts. Okay. Ah, da kommt er ja. Kommt er so dran? Ne, nicht im Sichtfeld. Okay. Geht ein Stück zurück. Voll auf dem Boden. Okay. Jetzt greift er den an. Kann er sich nicht irgendwie vorbei bewegen? Ne, geht wohl nicht. Plus 1, die genau. Anscheinend habe ich ihn gerade aufgelevelt. Was ist das jetzt gewesen? Ah, Mann. Hat mich verklickt. Ha! Plus 1 Intelligenz. Ghost Hunting Rookie. Läuft. Er kommt tatsächlich auf uns zu. Vielleicht wollten sie den gleichen Auftrag einfach nur machen und die können einem dann die Aufträge wegschnappen. Das macht mehr Sinn. Ich kann sie auch nicht anklicken oder so, dass ich dann halt auf denen lande. Was ist das hier? Mal hier konnte ich ja Auffallen kaufen. Was ist dann das? In diesem Laden kannst du Ausrüstungssensoren und Erweiterung für dein Auto kaufen. Ah. Die Ausrüstung verbessert verschiedene Eigenschaften deiner Fänger. Sensoren sind sehr nützlich im Kampf und haben unterschiedliche Wirkungen. Zeigt Anzahl aktiver Geister. Zeigt Geisterfähigkeiten. Okay. Wir benutzen mal den. Und ich nehme an, dass es dann auf dem Auto ausgerüstet ist. Ist alles ein bisschen hart. Okay, los geht's. Ist auch ein bisschen unpräzise, da irgendwas anzuklicken. Wenn ich sowas wie Hauptquartier oder so anklicke, reagiert dann nie sofort. Ist
nicht ideal gemacht. Aber an sich ist es ein cleveres Spiel, gar keine Frage. Und die Optik ist auch ganz schick. Plus halt die ganzen Ausschläge, sag ich mal, auf Ghostbusters mit dem Jokes und alles. Ich hoffe, Sie können mir helfen, denn unserer Mikrowelle sind zwei Geister, würde ich mal sagen. Einfach laufen lassen. Vielleicht explodieren sie. Gibt es weitere Informationen zu diesen Vorfällen? Ach, was, sie kommen einfach vorbei. Okay. So, erstmal Pause. Jetzt will ich was probieren. Das war die. Wieso hat er denn jetzt die Falle? Jetzt habe ich das so. Ah, diesmal macht das. Okay. Kann ich das verbessern? Also ich muss erst einen Wissenschaftler ausholen. Ah, tatsächlich. Ghost Catchers Web XL. Damit kann ich anscheinend Geister mit mehr Energie fangen, plus ich kann mehr Geister daran tragen. Und hier kann ich die Geisterrate erhöhen. Die Fangchance erhöhen. Nehmen wir mal die erhöhte Fangchance. Benötigt ist Ektoplasma 2. Okay. Ich würde sagen, das funktioniert jetzt. Das ist ein bisschen sehr suspekt. Immer noch jede Menge Platz für Ektoplasma. Okay. So, dann braucht er aber eine neue Falle, logischerweise. Ich habe ja hier noch eine normale Falle. Also ich kann anscheinend das Startzeug nicht aufwerten, weil es halt einfach zu kacke ist. Mir fällt jetzt erst auf, dass das aussieht wie ein Gameboy. Okay. So, wo ist denn unser Job? Hier hinten. Dann beeilen wir uns mal, dass wir da rechtzeitig hinfahren, bevor die anderen dann unseren Job wegschnappen. Aber ich glaube, das schaffen wir schon gar nicht mehr. Hallo, ich habe ein dringendes Problem. In unserem Sandkasten sind drei Geister. Das glaube ich einfach nicht. Spielen Sie nicht mit den Geistern. Das machen wir. Wir schauen uns das gerne mal an. Oh Mann. Okay. Muss ich das eigentlich jemandem geben? Oder tatsächlich höre ich? Also, los geht's. Du hast deinen ersten Sensor gekauft. Du kannst ihn jetzt mit Hilfe des Sensorenknopfs und der Aktionsleiste verwenden. Was der Sensor macht, verrät sein Tooltip. Tipp: Du musst den Sensor in einer der beiden Händen halten, um ihn zu verwenden. Okay. Der hat den Sensor. Zwei Geister gemessen. Was ist das? Ist das Teppich? Okay. Oh, das ist ein schon etwas gefährlicherer Zombie. Zombie, sag ich ja. Geist. Ghoul. Das ist ein Ghoul, eine Art von Zombie. Energie 9. Uff, ganz schön tankig, das Vieh. Sind sie benutzt für weitere dann Spezialfähigkeiten? Schwächender Schlag. Okay. Vielleicht sollte ich das Ding nicht näher zu mir ranziehen, denn das sieht ziemlich aggressiv aus. Und es ist aggressiv. Oh mein Gott. Okay. Geh mal ein schönes Stückchen zurück. Und leg die Falle hier ab. Oh, da ist noch ein Geist. Das ist ein Skelett. Klappermann. Energie 5. Okay. So habe ich den vorhin nicht gesehen. Sensor. Spezial. Wieso funktioniert das Ganze nicht?
seltsam. Vielleicht verstehe ich das falsch, wie das Ding funktioniert. Moment, ich könnte vielleicht mal den Sensor damit austauschen. Dann kostet mich eine Aktionskunst. Ich muss so die Falle auch irgendwo platzieren. Verflucht. Okay. Fall ablegen. Was? Okay. Beweg dich. Hier rüber. Bevor der zu nahe kommt. Und. Ich brauche mal bessere Waffen vor allen Dingen. Okay, das war nicht schlecht. Wenn es ginge, würde ich gerne das hier da. Ja, AP reicht nicht aus, richtig. Der ist schon ziemlich runter. Vielleicht sollte ich da mal ins Krankenhaus und fahren danach. Wie viel AP hat denn der noch? 6, okay. Kann der so von. Ne, kommt da nicht dran. Auch nicht. Okay. Mal schön hier rüber. Oh, verfehlt. Oh, scheinbar habe ich die Wand getroffen. Und beschädigt. Oder irgendwas anderes. Es ist. Ich glaube nicht, dass das meine Kundschaft begrüßen würde. Meine Kundschaft soll durch meine Klienten. Oh mein Gott, ist das Kackvieh stark. Sind beide voll stark. Ich brauche mindestens. Ich muss sie auf 1 runter saugen. Verfehlt. Okay. Verfehlt. Ist nicht gut. Ja, der flüchtet zumindest. Okay. Treffer versenkt. So, wenn ich Glück habe, flüchtet er jetzt auch, statt weiter zu kämpfen. Okay, der ist schon mal in Panik. Das ist nicht gut. Okay. Ich kann theoretisch flüchten, wenn ich möchte. Nein, nicht flüchten. Ich versuche den da rüber zu ziehen. Müsste der jetzt nicht eigentlich schon der Falle gefahren? Achso, nee, das ist die, wo man draufstehen muss. Ah, zum Glück ist er so dämlich und geht drauf. Ich habe ganz vergessen, dass ich gar nicht die habt, wo man auch daneben stehen kann. So, Geist Nummer 2 wird jetzt ein bisschen schwierig. Soll die Falle aufheben. Und vielleicht kann ich die noch hier irgendwo platzieren. Wo ist der Geist hin? War der nicht gerade noch hier in dem Raum? Das ist ja schon wieder unsichtbar. Ja, hier so. Okay. 3 HP. Kann ich ihn von da ziehen? Ne, ist zu weit weg. Okay, dann machen wir das so. Ich kann nicht. Nein, du sollst dich bewegen. Oh Mann. Du sollst nicht schießen. Du sollst dich einfach nur bewegen. Ach so, Moment, da ist wahrscheinlich hier. Okay. Ja, hier fliegen gleich eher die Löcher an die Wände. Das erklärt auch, wieso ich ihn nicht sehen kann. Wenn ich halt die ganze Zeit digitale wegmache, dann sehe ich halt nicht, was für Dinge das blockieren. Es ist nicht ganz ideal gemacht mit der Sicht halt beim Blocken. Ich kann vor allen Dingen auch nicht die Karte drehen, zumindest habe ich nichts gesehen, wie ich die Karte drehen kann. Dass ich mir halt eine bessere Möglichkeit verschaffen kann. Ich beziehe mal hier die Falle einfach. So. Und warte, bis er wieder rüberkommt. Und da ist er schon. Ich wusste, dass er kommen wird.
Verfehlt. Trottel. Sehr schön. Okay. Jetzt müsste ich ihn haben. Reinziehen. Ja, wenn ich nicht verfehlen würde. Oh Mann, das glaube ich nicht. Komm, Felix hierher. Ich kann nicht weiterziehen. Ich habe keine Kontrolle über ihn, weil er in Panik ist. Oh man, dieser Skelett-Heini, der macht's aber auch ziemlich viel. Kannst du bitte einfach nur herkommen? Ein anderes ist weggerannt. Oh man. Oh, das glaube ich ja nicht. Ich warte, bis er wieder ins Sichtfeld kommt. Der muss ja irgendwann. Oh, er ist von alleine reingelaufen. Mit den Nerven am Ende geduld. Okay. Erstmal gehen wir ins Krankenhaus. Der Tank ist auch fast leer. Muss jetzt mit dem Fluch loswerden. Und die Heilung. Okay. Dann noch gerade den Tank auffüllen, bevor unser Auto stehen bleibt. Das mit dem Tank auffüllen finde ich aber auch seltsam. Es gab halt auch eine Tankmechanik bei XCOM. Zumindest bei dem ursprünglichen XCOM, und ich glaube beim ersten Remake gab es noch was ähnliches, aber da bin ich mir gerade nicht sicher. Zumindest war die Tankmechanik aber so gewesen, dass halt das Flugzeug halt nur eine bestimmte Reichweite fliegen kann, bevor es halt automatisch zurückfliegt, um halt aufzutanken. Und das war halt so gedacht, um zu verhindern, dass man halt mit einer Basis halt den ganzen Globus abdecken konnte, und man musste dann halt trotzdem mehrere Basen bauen, um halt alle abzudecken oder halt bessere Flugzeuge mit größeren Tanks halt entwickeln. So, jetzt finde ich allerdings halt sehr suspekt, dass ich halt manuell jedes Mal auftanken muss. Ich weiß doch nicht mal, was passiert, wenn ich halt gar nichts mehr im Tank habe. Vermutlich muss ich dann halt eine Strafe fürs Abschleppen bezahlen. Also was heißt eine Strafe? Halt fürs Abschleppen halt Geld bezahlen. So, Objekt nehmen. Eine neue, verbesserte. Kann ich ihn noch weiter verbessern? Nee. Geht nicht. Okay, also ich kann sowas nur einmal verbessern. Aber das ist gut, weil jetzt kann ich ihn ausrüsten. Moment. Jetzt habe ich einiges hier, was ich verkaufen könnte. Verkaufen wir mal ein bisschen für ein bisschen Geld. Komisch, für den ersten habe ich so viel gekriegt und jetzt kriege ich gar nichts mehr. Wie kriege ich vor allen Dingen ein größeres Auto? Ich spiele nur zwei Sitzplätze, oder habe ich doch noch einen? Nee. Habe ich noch irgendwas an Nachrichten, Zeitung? Ne. Not. Ich kaufe mir erstmal bessere Waffen. Mit den Waffen wird das auf Dauer nichts mehr. Moment. Nö. Spooky PDA. Team. Ah, hier. Die klappernde Masse aus Knochen und verfaultem Fleisch hört auf den Namen Klappermann und schreckt alles und jeden, außer den hungrigen Nachbarshund. Hol den Knochenwuffi. Kann sehr furchteinflößend sein, hat aber Angst vor Strahlen. Okay, das erklärt schon mal das, wieso die ganze Zeit abgehauen ist. Stell dir eine Mischung aus
Hulk, Frankensteins Monster und deiner Schwiegermutter vor und du hast eine gute Vorstellung vom Ghoul. Dieser wenig zartbesaitete Zeitgenosse wartet nur darauf, Köpfe von Schultern zu stoßen, also halte ihn auf Distanz. Okay. Okay, mit der Waffe kann ich Gegner schieben. Mit der kann ich halt Gegner ziehen. Schaden ist bei der auch ein bisschen größer. Sucker Punch kann ich ziehen. Komisch, da hätte ich erwartet, dass man da auch schieben kann, aber macht mehr Schaden. Der hat eine sehr kurze Reichweite. Macht auch nur einen Schaden, hat auch eine beschissene Genauigkeit und kann weder ziehen noch sonst was. Ich verstehe nicht, wieso ich diese Waffe haben möchte, aber keine Ahnung. Es kann halt auch sein, dass die Waffen halt noch irgendwelche anderen besonderen Effekte haben, beispielsweise, dass sie sich halt verteilen über mehrere Gegner. Sehe ich halt hier nicht. Ach, Moment. Ah, ne, hier steht es nur schieben, zieht das hier doch nichts. Okay. Grave Digger. Reichweite 3. Okay, das macht mehr Schaden. Es gibt keine Waffe mit größerer Reichweite, sie hat eine 4er Reichweite. Und wir kaufen uns einfach mal hier die zwei Ghost Wax. Verkaufen unsere Standard Teile. So. Ja, ich bin ein Trottel, ich hab vergessen, die neue verbesserte Waffe mitzunehmen. Okay. Ist jetzt nicht so schlimm. So, mein Auftrag. Ach, das haben die anderen sich schon gekrallt. Was mache ich dann? Mit dem Ketchup 3000 Single-Jungen. Komisch, dass ich diesen komischen Ketchup noch gar nicht gefunden habe. Ich kann noch mal tanken. Hoffentlich kriege ich bis dahin noch einen Auftrag. Ich bin jetzt ziemlich in der Kreide. Aber das ist nicht das, was ich kriege, sondern das, was ich wahrscheinlich zahlen muss. Ne, das, was ich in 4 Tagen haben werde. Es ist alles so ungenau. Okay. Aha. Ich noch rein. Okay. Los geht's. Da ist ein Geist. Das ist ein Poltergeist, also easy. So, die Falle platziert. Komm nicht ran. Ziemlich starker Saugeffekt. Komm zurück, du Geist. Besser. Oh, was ist das? Das sieht ein bisschen gefährlich aus. Halloween-Spuk. So, wir bewegen den erstmal nochmal zurück. Und ziehen den. Oh, verfehlt. Gut. So, der geht auch erstmal nochmal ein Stückchen zurück. Verfehlt. Poltergeist ist natürlich etwas, wo was kaputt machen kann. Mit der Waffe halt trotzdem nur einen Schadenspunkt.
Okay. Ich hab mich schwer auf die Idee für die Frösche kam. Okay. Sieht so aus, als wären die Geister jetzt ziemlich gut dabei. Okay, eingefangen. Falle aufheben. Falle ablegen. Versucht wieder abzuhauen. Zwar zu erwarten. Kann ich nicht durch das Teil ziehen, ne? Das ist irgendwas so im Weg. Nee. Ich weiß nicht. Ja, Mann. Zieh einfach. Oh Mann. Ja. Ah, fehlgeschlagen. Komm, der hat doch keine Energie. Oh. Jetzt wird schlimmer als Trooper in Star Wars. Ich glaube, der Geist ist auch gelangweilt. Würdest du mir bitte in die Falle gehen, nur mir zu lieben? Wo bewegt er sich jetzt hin? Okay, das wird so nix. Immer was anders. Ich versuche die Falle direkt auf ihn zu platzieren. Okay, jetzt nicht innerhalb der Aktionsbereich. Das geklappt. Okay, die Falle ist voll. Da hinten ist noch ein Geist. Ich sehe die ganze Zeit, dass er halt versucht, die Teile zu beschädigen. Oh. Hi, Guben. Schön, dass du auch hier bist. Wäre schön, wenn du nicht hier wärst. Der Google entscheidet sich gerade irgendwo spontan woanders hinzulaufen. Das ist auch ein Bug, wenn das Feld anscheinend schon besetzt ist, wo er hingezogen werden sollte, bewegt er sich halt einfach genau drum herum. Statt halt einfach stehen zu bleiben. Ja. Weil das Feld schon halt besetzt ist von ihm. Das ist so dämlich. Sie sagt nicht, dass das Spiel halt, schlecht ist. Weil es ist nicht schlecht. Definitiv nicht. Oh Mist. Aber irgendwie ist es extrem verwirrend. Okay, dem seiner Falle ist halt voll. Aber vielleicht kann ich das so machen, dass ich ihn. Wenn ich natürlich. Schade. Jetzt hat er schon wieder Schiss. Aber gefangen.
Jetzt habe ich aber auch richtig viel Kohle gekriegt wieder. Jetzt sollte vielleicht noch mal ins Krankenhaus danach gehen. Das sollte vielleicht auch mal langsam ausmachen. Sonst wird das Let's Play wieder zu lange. Also insgesamt muss ich sagen, das Spiel ist nicht schlecht. Vom Grundkonzept ist es halt lustig. Es ist halt sehr ähnlich wie XCOM. Mit halt Geistern. Und wenn man erstmal verstanden hat, dass dieses Ziehen und Schieben, wie das in Kombination mit den Fallen funktioniert, macht es auch durchaus Laune. Ich meine, es ist halt sehr stark wie bei, ist halt sehr stark von Ghostbusters inspiriert. Bei Ghostbusters war es halt auch nicht anders, dass man halt mit den Strahlen versucht hat, die Geister halt in die Falle zu ziehen. Aber es ist halt doch durchaus sehr bizarr. Auf eine gute Art kann ich nicht sagen. Das Problem ist halt hauptsächlich, dass erstens viele Mechaniken werden einfach nicht erklärt genau. Beispielsweise, was macht Fluch? Was macht Schwächung? Was genau macht das? Wikipedia. Ich sehe, dass der Ghoul eine Fähigkeit hat namens Schwächender Schlag. Und er klappt mal eine Fähigkeit namens Fluch. Aber ich weiß nicht genau, was es macht. Steht hier auch nirgends dran. Zweitens, was? Ups. Okay. Zweitens, ich habe viele Waffen, wo ich nicht weiß, was sie genau können. Viele Waffen sind ähnlich oder erscheinen mir sinnlos. Reliable, bla. Hat eine Reichweite von 3, eine beschissene Genauigkeit und einen Schaden von 1 und hat halt keinen Spezialeffekt, also nichts schieben, nichts sonst was. Da ist ja sogar das Ding besser. Kann es vielleicht was Besseres? Kann es mehrfach angreifen? Kann es vielleicht durch Gegner angreifen? Sowas verstehe ich halt nicht. Bei den Fallen ist es ein bisschen logischer zu sehen. Also der hat halt einen größeren Wirkungsbereich. Das ist halt die Standardfalle mit dem kleinsten Bereich. Der hat halt eine bessere Fangchance. Also das macht mehr Sinn. Das hier zeigt mir halt die Fähigkeiten von Gegnern. Okay, auch das macht Sinn. Jumpsuit gibt mir Moral. Was macht Moral? Was macht Intelligenz? Zielgenauigkeit ist klar. Es gibt mir eine höhere Prozentchance darauf, Geister zu treffen. Was, wie ich gemerkt habe, sehr kacke ist bei den meisten meiner Geisterjäger. Tragekapazität macht Sinn. Bewegung macht Sinn. Konstitution. Was ist Konstitution? Was macht das? Geisteszustand ist halt sowas wie HP. Ist dann Konstitution sowas wie Panik? Stärke. Ich nehme an, dass Stärke Schaden macht. Vielleicht ist auch Moral einfach für Angst da und Konstitution ist. Moment, Stärke ist, glaube ich, Stärke beeinflusst Tragekapazität und Konstitution beeinflusst Bewegung. Das habe ich mir jetzt dadurch abgeleitet, dass es halt direkt darunter ist, aber halt eingebettet. Deswegen nehme ich an, dass das dafür da ist. Okay. Aber was ist Intelligenz? Intelligenz ist wahrscheinlich dafür da, wie schnell Sachen erforscht werden, glaube ich. Weiß ich nicht. Kann ich irgendwie andere Sachen erforschen? Ich kann nur Sachen, dass ich habe, dass ich gekauft habe, verbessern. Ich hatte gehofft, dass es wie bei XCOM ist, dass ich bessere Sachen einfach selbst herstellen oder sonst wie freischalten kann. Ich kann Räume scheinbar nicht mehr abreißen, die ich eingerichtet habe. Das ist, finde ich, auch nicht gut, weil wenn ich mich irgendwie verbaut habe, woher will ich wissen, dass ich da nicht irgendwas anderes machen kann? So, was sind die verschiedenen Klassen von den
Von den Geisterjägern, was können die? Was macht der Anführer? Was macht der Schütze? Was macht der Wissenschaftler? Okay, was der Wissenschaftler macht, verstehe ich. Die Schütze? Ach so, okay, bei denen ist halt grün hervorgehoben, was wahrscheinlich bei denen am höchsten ist. Schläger hat halt eine höhere Stärke und Konstitution. Okay, Schütze hat eine höhere Zielgenauigkeit. Wissenschaftler hat die höchste Intelligenz. Ich nehme an, dass die Intelligenz auch den Scanner vielleicht beeinflussen kann, weiß ich nicht. Der Anführer hat die höchste Moral. Also der Anführer rennt wahrscheinlich am ehesten nicht weg. Es wird meiner Meinung nach viel, viel zu wenig erklärt. Ich meine, klar, das Spiel ist von XCOM abgeleitet, aber selbst XCOM war klarer als das hier. Und vor allen Dingen, XCOM war halt auch ein uraltes Spiel. Und auch wenn das halt auf alt getrimmt ist, ist es halt kein altes Spiel. Es ist ein bisschen umständlich. Ich sag, wie gesagt, nicht, dass es ein schlechtes Spiel ist, weil es Spaß macht, aber ich finde, es sollte mehr erklären. So, jetzt speichern wir ab. Und, das brauche ich wieder ein bisschen. Ich finde auch, dass die Aufträge sich viel zu gleich abspielen, aber ich hatte halt auch nur die bisher drei Arten von Geist und Poltergeist, was also der Basisgeist ist, der halt ein bisschen Chaos macht, ziemlich harmlos, weil er kaum meine Leute verletzt. Dann der Ghoul, welcher wohl sowas ist wie der Direktangreifer, der halt versucht sofort auf meine Geisterjäger drauf zu gehen und sie halt zu Tode zu bashen, mehr oder weniger. Und der Klappermann, welcher versucht Abstand zu halten und eher so als Support aus dem Hintergrund ist und halt Flüche zaubert, was auch immer Flüche sind. Ich kann mir ja nur vorstellen, dass vielleicht Moral oder sowas verringert oder halt generell die Stats von meinen Leuten. Mehr kann ich mir darunter halt nicht vorstellen. Und es ist halt, ich schätze mal, ich muss mir irgendwo mal einen Guide oder so auch angucken. Vor allen Dingen würde ich auch ein größeres Auto haben. Es ist ein bisschen enttäuschend, wie wenig ich tragen kann. Was ist das hier beispielsweise? Hier ist ein ganzes Tab für gar nichts. Schalte ich das später noch frei oder? Okay. Na gut, das war's erstmal mit dem Let's Play. Bis zum nächsten Mal.